Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Es ist ja endlich mal wieder etwas mit dem Live-Event passiert und wir warten ja schon wirklich seit Ewigkeiten darauf, dass endlich mal etwas damit passiert und dass wir es endlich erhalten werden. Erst wurde es ja durch Corona verschoben und jetzt dann auch noch durch die Aufstände in den USA und jetzt scheint es so, dass es endlich dann auch wirklich am Montag um 20 Uhr stattfinden wird. Ich werde euch das Ganze natürlich gleich auf der Karte zeigen. Wenn euch natürlich die Videos hier auf den Klar gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo lassen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schreibt noch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Außerdem schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werde ich dann natürlich das Live-Event auch streamen. Ich muss halt schauen, wann ich online gehe. Ich denke mal aber so am Nachmittag gegen 15, 16 Uhr werde ich online gehen. Mal schauen, was so die Zeit sagt, weil ich eben halt auch zur Schule muss. Habe ich dann eben halt in der nächsten Woche nicht mehr ganz viel Zeit. Ich hoffe, ich werde es aber trotzdem natürlich schaffen. Und auf jeden Fall, wenn wir jetzt schon mal zur Agency schauen, dann sehen wir dort schon diesen riesen gelben Strahl. Der ist, by the way, auch in allen anderen Modis drin, egal ob es Arena ist, wobei Arena weiß gar nicht, ob es drin ist, aber es ist auf jeden Fall den ganz normalen Modis wie Solo, Duo, Squad und eben halt Gruppenkeile und Spieler, Spione überall drin. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass es tatsächlich in Arena drin sein wird und normalerweise müsste da auch eine Zahl drüber stehen und zwar ist das der Countdown, der jetzt bis zum Live-Event geht. Zusätzlich dazu gibt es im Epic Games Store, wenn man den jetzt öffnet, auch eine Anmerkung unten rechts auf dem PC, dass dann eben halt das Gerät Live Event am 15. Juni um 20 Uhr stattfinden wird, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall sind das schon sehr viele Anzeichen, auch auf den Social Media Kanälen haben die das alles geschrieben, dass das Ganze jetzt tatsächlich stattfinden wird und deshalb ist das sehr, sehr sicher. Außerdem haben wir heute auch den Cyclo-Skin im Shop. Hatte ich heute Morgen auch schon im Shop wieder erwähnt. Und das ist ja im Prinzip der Skin, der so am meisten wahrscheinlich mit dem Live-Event irgendetwas zu tun haben wird. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt drauf. Normalerweise steht, wie gesagt, so ungefähr an der Position hier der Countdown. Ein Tag und 8 Stunden sind es jetzt, glaube ich, zum Aufnahmezeitpunkt noch. Allerdings ist das tatsächlich nicht das Einzige, was noch passiert ist. Und zwar wisst ihr ja sicherlich, dass jetzt die ganzen Luken hier, die 5 Luken, die schon seit mehreren Monaten tatsächlich im Game sind, die haben ja irgendwann angefangen zu blubbern, weil die so einen leichten Spalt aufgemacht haben. Und wenn man jetzt mal dahin geht, dann sieht man auf jeden Fall schon mal, dass da deutlich mehr rauskommt. Und das liegt daran, dass die Luken tatsächlich offen sind. Die sind komplett aufgeklappt. Man sieht eigentlich nicht wirklich viel Details hier drin. Also ist letztendlich nur der Boden, den man da drunter irgendwie erkennen kann. Also irgendwie nichts wirklich Besonderes. Aber wird wahrscheinlich dann zum Live-Event, also morgen dann nochmal die finale Version natürlich erhalten. Und ich denke mal, am besten, oder das Live-Event wird natürlich einen eigenen Modus haben, ist natürlich klar. Und dort wird es wahrscheinlich auch eine Zone geben, die dann hier irgendwie so rundherum um diesen See sein wird. Ich bin auf jeden Fall schon mal richtig gespannt drauf. Sollte nur ein ganz kurzes Informationsvideo dazu sein. Also, ihr könnt euch eigentlich sicher sein, dass das Live-Event nicht nochmal verschoben wird. Das werden die jetzt auf jeden Fall machen. By the way, die sind mittlerweile tatsächlich, glaube ich, auch schon an den Arbeiten fürs 13.3 Update. Wenn die Updates tatsächlich wie vorher auch zweiwöchig kommen würden, dann sind die damit im Prinzip schon 1,5 Monate irgendwie voraus mit den Updates, was auf jeden Fall ziemlich krass ist. Und vielleicht werden wir dann ja sogar dementsprechend häufige Updates bekommen. Zumindest die ersten paar Updates, damit die im Prinzip mehr Content wieder am Anfang der Season reinhauen, weil die ja jetzt im Prinzip relativ viel Zeit hatten, alles vorzubereiten. Und die haben ja in der Zeit keine neuen Updates rausgehauen. Wir hatten jetzt seit 3 Wochen keine Updates mehr oder seit fast 4 Wochen, glaube ich, sogar schon. Und da hatten die natürlich Zeit für andere Updates. Und ich bin auf jeden Fall gehypt aufs Live-Event. Ich hoffe, ihr schaut da natürlich auf meinem Kanal auf Twitch vorbei und ansonsten schaut euch das Live-Event natürlich auch in-game an, weil es natürlich in-game auch immer noch ein bisschen besser ist. Würde mich natürlich aber freuen, wenn ihr keine Zeit habt, irgendwie in-game zu sein, dass ihr dann meinen Livestream schaut. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich würde sagen, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.